Am 1. September wurde in Teltow am Kanal wieder gerockt. Das Benefiz Open Air fand zum 6. Mal statt. Die Bands spielten ohne Gage, durch Eintritt und Sponsoren kamen rund 20.000 Euro zusammen. Geld, das an gemeinnützige Vereine, Initiativen und Projekte weitergereicht wird. Gut 3 Monate später werden die symbolischen Spendenschecks in der Teltower Feuerwache übergeben. 6.000 Euro bekommt die Kindertrauergruppe, die gerade für die Region Teltow, Kleinmachnow-Stahnsdorf, aufgebaut wird. Mit dem Geld sollen ehrenamtliche Trauerbegleiter professionell geschult werden. Das ist eine ganz spezielle Aufgabe, die nicht jeder machen kann und die eine bestimmte Ausbildung einfach benötigt. Die Kindertrauergruppe wird für Kinder sein, die einen Elternteil verloren haben oder ein Geschwisterkind oder einen besten Freund, also im engsten Umkreis, im engsten Familienkreis einen tragischen Verlust erlitten haben. Und Familien in solchen Krisensituationen sind meistens überfordert mit Kindertrauer und dem bieten wir halt. Es gibt was für Erwachsene hier in Teltow, aber es gibt nichts für Kinder. Über einen Scheck in Höhe von 4.000 Euro freut sich die Jugendfeuerwehr Teltow-Ruhlsdorf. 20 Jungen und 2 Mädchen sind es derzeit. Ein Teil des Geldes wurde schon ausgegeben. Wir haben eine Trainingspuppe gekauft, um mit den Kindern Reanimationstraining durchzuführen. Und Notrufkoffer, also das sind Koffer, wo eine Telefonanlage eingebaut ist, um mit den Kindern gezielt Notrufe zu üben. Und noch Experimentekoffer, wo man zum Thema Brand- und Löschlehre verschiedene Experimente mit den Kindern durchführen kann. Auch der Wünschewagen des Arbeiter-Samariter-Bundes Brandenburg wird mit einer Spende bedacht. 2.000 Euro nimmt RBB-Moderatorin Tatjana Jüri entgegen. Es ist ihr erster Termin als offizielle Botschafterin des Projektes. Mit dem Wagen können Schwerstkranke ohne Aussicht auf Heilung einen für sie bedeutsamen Ort oder einen wichtigen Menschen besuchen. Ein letztes Mal. Man weiß ja, wenn man schwer krank ist, dann braucht man ganz viel drumherum. Und man braucht Profis auch an der Seite und das können Angehörige natürlich niemals leisten. Das kann auch ein Hospiz nicht leisten, keine Palliativstation. Und es ist natürlich großartig, dass Menschen es ehrenamtlich machen und dafür eben die Unterstützung brauchen. Ne? Die Wünsche sind so, dass man sich sagt, ich will noch mal an einen Ort, der für mich gut war, wo ich vielleicht auch meine Kindheit erlebt habe. So ein Sehnsuchtsort und meistens ist es das Meer, meistens ist es die Ostsee. 1.000 Euro für die Ludwigsfelder Weihnachtsengel. Der Verein veranstaltet auch in diesem Jahr wieder eine Weihnachtsfeier für Kinder, die aus Familien kommen, bei denen das Geld äußerst knapp ist. Geschenke gibt's dabei auch, die von Privatleuten und Unternehmen aus der Ludwigsfelder Region gepackt und gespendet wurden. Aus terminlichen Gründen konnte kein Weihnachtsengel an der Scheckübergabe teilnehmen. Bei Thorsten Hörecke und Michael Ritter laufen alle Fäden zusammen, die mit Rock am Kanal zu tun haben. Da noch Geld übrig ist, rufen beide dazu auf, sich mit Vorschlägen bei ihnen zu melden. Bleibt noch die Frage nach den Plänen fürs nächste Jahr. Rock am Kanal 2019 wird stattfinden, auf jeden Fall. Wir haben mit der Location noch unsere Probleme, sind aber da ganz eng mit der Stadt Teltow im Gespräch. Und wir sind frohen Mutes, dass es funktionieren wird.